weiter. Ja, dann gucken wir auf Hansa Rostock. Hansa hat erfolgreiche Wochen und Monate hinter sich. Den Aufstieg nach 9 Jahren in die zweite Bundesliga geschafft. Jetzt schon den ersten Sieg nach Wiederaufstieg letzte Woche gegen Hannover verbucht. Und jetzt geht es 2-mal direkt hintereinander gegen Heidenheim. Kommende Woche auswärts in der Liga und heute Abend im DFB-Pokal in Rostock vor 15.000 Fans. Sven Kaulbars über diese Partie. Na, so kann man doch mal ein Wochenende ausklingen lassen. Mit einem richtig schönen Krimi im Ostseestadion. Es geht los mit einem Eckball, Heidenheim, Thomas Mohr. Und dann ist da Patrick Mainka zur Stelle. 25. Minute, Heidenheim führt und das ist eine ausgesprochen pfiffige Angelegenheit. Kleindienst blockt Bahn weg, Mainka hat den nötigen Platz und der Kopfball ganz stark. Markus Kolke im Hansa-Tor, überrascht, konsterniert, ihm bleibt nur noch ein Stöhnen. Ey Leute. In seiner typischen Pose offensichtlich nicht sonderlich berührt Jens Hertel, ein Trainer im Rückstand. Und der erste FC Heidenheim kommt mit einer frischen Brise. Patrick Schmidt einmal um die eigene Achse. Und Damian Rosbach mit ganz, ganz langem Bein noch dazwischen. Eine klasse Abwehraktion. Pause. Was hat Jens Hertel noch für Ideen auf dem Zettel? Naja, es wird auf jeden Fall derber, giftiger. Da ist richtig Feuer drin. Freistoß Hansa. Bentley Baxter-Bahn wird ausführen und findet Damian Rosbach seit 4 Jahren. Nach einem Schädelbruch trägt er diesen Carbonhelm. Rosbach, Ausgleich. Ausgleich stimmt, Rosbach nicht. Denn ein Eigentor vom Pfosten auf den Spann von Patrick Mainka. Mainka somit Doppeltorschütze. 1-1. Zettel weg, Hände frei, bravo. Und dabei bleibt es erstmal Verlängerung. Frank Schmidt, seine 15. Saison als Trainer in Heidenheim, macht seine Jungs heiß und wird an der Ostsee heruntergekühlt. Die 94. Minute aus 12 Metern, der eingewechselte Kevin Schumacher, Patsch Forsten. Und dann steht Calogero Rizzuto, goldrichtig. Hansa geht in Führung 2-1 durch Rizzuto, Neuzugang, kam aus Aue. Was für ein Match. Heidenheim wehrt sich. Christian Kühlwetter, Kolke macht sich lang, pariert. Doch da ist Stefan Schimmer und es ist wieder alles offen. In der 108. Minute der Ausgleich zum 2-2. Elfmeterschießen oder was? 120 Minuten gespielt. Hansa nochmal. Flanke Julian Riedel. Und dann ist er da mit dem Kopf. Ricci Munsi kurz vor der Verlängerung eingewechselt. Munsi und der Lucky Punch. Das 3-2. Was für eine Dramatik. Es reicht. Auf den letzten Drücker. DFB-Pokal. Wie spannend, wie kurzweilig, wie schön. Hansa eine Runde weiter. Das ist natürlich der Wahnsinn. Genau aus diesen Gründen spielt man Fußball, möchte man Fußball spielen. Und genau auch aus diesem Grund kommt man eigentlich gerne nach Rostock. Wir haben es so ein bisschen schon beim Aufstieg gehabt, wo dann auf einmal abgepfiffen wurde und alle froh waren, dass wir es geschafft haben. Und jetzt eben, ja, 2 Monate später nochmal so ein Erlebnis zu haben, das ist fantastisch. Fantastische Stimmung da im Kreis der Rostocker. Wie gemalt, wie inszeniert. So klingt ein Wochenende aus. Und der Kapitän Markus Kolke ist uns zugeschaltet im Ostseestadion. Glückwunsch erstmal nach dieser schwierigen Partie in der Verlängerung. Das ist ja immer ein Kraftakt. Warum haben Sie es denn aus Ihrer Sicht heute geschafft, so eine knappe Partie dann am Ende noch für sich zu entscheiden? Ja, ich glaube, wir haben alles rausgehauen. Ich glaube, wir haben 5, 6 Jungs dabei gehabt, die haben mit Krämpfen einfach weitergespielt. Rossi hat 30 Minuten gefühlt mit Krämpfen gespielt. Wir haben alles rausgehauen. Die Fans, die Zuschauer, 15.000, haben uns gepusht. Das war einfach nur geil, war ein geiles Pokalspiel. Und ja, hat unfassbar Spaß gemacht. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also das war einfach nur geil heute. Rostock hat ja immer über die Mentalität in der letzten Saison auch den Aufstieg geschafft. Jetzt hat man das Gefühl, die Mannschaft ist ja zum Teil durchaus mit vielen Neuen auch zur Hälfte fast bestückt. Und trotzdem funktioniert das wieder und diese Mentalität scheint immer noch da zu sein. Wieso klappt das so gut in Rostock? Ja, also unsere Verantwortlichen, glaube ich, haben auch sehr auf den Charakter von den neuen Spielern geachtet. Wir waren eine geile Mannschaft letztes Jahr, wir sind eine geile Mannschaft dieses Jahr. Die Jungs, die von letztem Jahr noch da sind, haben die Neuzugänge, glaube ich, unfassbar gut aufgenommen.
Die ganzen neuen Spieler fühlen sich auch unheimlich wohl bei uns. Wir haben gutes Klima, wir haben eine geile Kabine. Von daher macht das einfach Spaß. Und wir wissen einfach, dass wir Mentalität brauchen, dass wir 90 Minuten, jetzt im Pokal ein bisschen länger, einfach den Kampf brauchen. Und so können wir eigentlich nur unsere Spiele gewinnen, wenn jeder 90 Minuten über 100% geht. Und das weiß jeder, das wissen die von letztem Jahr. Und das wissen auch die Neuzugänge, die jetzt neu da sind. Und ich glaube, das zeichnet uns einfach aus. Und das müssen wir einfach jetzt weiter auf den Platz bringen. Dann hoffen wir, dass das in der nächsten Woche ohne diese ausgezeichneten Fans, die wir da heute gehört haben, auch klappt und drücken die Daumen für die Auswärtspartie dann in der Liga gegen Heidenheim. Dankeschön erstmal fürs Gespräch. Super, dankeschön. Ciao. Ciao.